Der Sieg im Derby war für die Wiener Austria nur ein kurzes Aufflackern, die Veilchen verlieren zu Hause verdient gegen den LASK mit 0:3, fallen damit auf Tabellenplatz 5 zurück. Reinhold Ranftl brachte die Linzer mit einem Traumtor in Führung 28. In der Schlussphase sorgten der eingewechselte Dominik Frieser 90. bzw. der erneut starke Thomas Golginger 91. für den um die Spur zu hohen Sieg. Beide Trainer vertrauten von Beginn an den gleichen Spielen wie in der vergangenen Runde als der Austria bei Rapid bzw. den Oberösterreichern in Mattersburg jeweils Auswärtssiege glückten. In den ersten gut 25 Minuten riskierten beide Teams wenig. Ein Querschläger von Maximilian Ullmann nach nicht einmal einer Minute fand keinen Abnehmer. Traumtor von Reinhold Ranftl leitet LASK Sieg ein, danach mussten sich die 10.663 zu sehr gedulden. In der 27. Minute versuchte es Austrias Lukas Svenjuto erstmals, doch sein Schuss wurde geblockt. Auf der Gegenseite schlug es nur eine Minute später ein, Ranftl übernahm eine Flanke von Ex-Austrianer Peter Michel Volley und traf ihr Innenstange unhaltbar für Austria Goalie Patrick Penz. Die beste Ausgleichschance vor der Pause ließ Kapitän Alexander Grünwald nach einem Doppelpass mit Venuto ungenutzt, wobei Alexander Schlager den Winkel gut verkürzte, 32. Der LASK wirkte insgesamt klarer in seiner Spielidee und präziser in der Umsetzung, daher ging die Führung in Ordnung. LASK watscht Austria in Schlussphase ab, nach der Pause stellten die Wiener um. James Jago gab sein Pflichtspieldebüt für die Veilchen, Kevin Friesenbichler agierte fortan als zweite echte Sturmspitze neben Breit Edomwonny. Der gewünschte Effekt in Form von mehr Offensivszenen stellte sich jedoch nicht ein. Für etwas Unruhe sorgte der in der 72. Minute eingewechselte Evandro. Die erste Chance in der zweiten Hälfte hatte Michel in der 77. Minute, doch Penz blieb beim zu zentral platzierten Schuss Sieger. Dem Ausgleich kam die Austria nur einmal ansatzweise nahe. Eine abgefälschte Flanke von Edomwonny verirrte sich auf das Tor, doch der unterbeschäftigte LASK-Schlussmann Schlager war aufmerksam und behielt zum fünften Mal die weiße Weste. Der späte Doppelschlag der Linzer ließ das Ergebnis klarer aussehen, als das Spiel war. Zunächst traf Frieser aus zentraler Position mit einem scharfen Schuss, dann überhob Golginger Penz elegant. Bundesligaspieltag im Überblick. Datum: Heimteam, Gastteam. Ergebnis: 22. September 2018 Sturm Graz SV Mattersburg 1:222, 9.2018 SKN St. Pöltens Fahrtberg 3:022, 9.2018 Seychellen Rubien Altachwag 0:123.9.2018 Austria Wien Last 0:323.9.2018 Wacker Innsbruck Mirawacker 1:323, 9.2018 RB Salzburg Rapid Wien.